Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir ja, was die Politik angeht, so langsam irgendwie in eine, ja, wie soll ich sagen, in eine Situation kommen, wo man eigentlich, ja, das Ganze eigentlich nicht mehr mal mehr mit Satire lustig finden kann. Um was geht's? Ja, es geht um das Verhalten unserer Politiker mit dem ganzen Dieselskandal-Problematik, die es sich jetzt ja schon seit Jahren hinzieht. Und was richtig dabei rausgekommen ist jetzt auch nicht. Ja, mal gucken, was jetzt das wird mit der Verkündung, die jetzt da am Montag stattfinden soll. Also ich habe das Video vorher aufgenommen, bevor das Ganze verkündet wurde. Dieser ganze Zinnober, was da jetzt bis jetzt passiert wurde, das ist doch alles, also irgendwo fühlt man sich schon ein bisschen verschaukelt und denkt, aber jetzt auch irgendwie, ja, interessieren sich die Politiker eigentlich tatsächlich noch irgendwie für die Leute? Ich meine, es gibt immer wieder Entscheidungen, wo man sagt, ja, das ist jetzt an den Leuten vorbei und da kann man jetzt mal sagen, okay, die sind ein wenig abgehoben, aber was da in letzter Zeit an Statements rüberkommt, egal von welchen Politikern dieser Regierung, sei es jetzt, was jetzt die Dieselkrise anbelangt, sei es jetzt, was es den Pflegenotstand anbelangt, den wir haben, sei es jetzt, dass die Probleme im Rettungsdienst, die es anbelangt, sei es Probleme im Gesundheitswesen. Also alles, was irgendwo von Politikern angefasst wird, wird noch viel schlimmer gemacht. Und dann gibt es dann so dumme Kommentare und Reaktionen der Politiker, wo ich mir sage, lebt ihr eigentlich im selben Land? Oder kriegt ihr eigentlich auch mal mit, was die Leute eigentlich wirklich wollen? Oder also ist es irgendwie, weiß ich nicht. Ja, vielleicht liegt es daran, dass man also versucht hier, keine Ahnung, die Medien gut zu bedienen, dass die halt immer wieder auf Fake News vermeintlich drauf hineinfallen und immer wieder auch falsche Wahrheiten verbreiten, dass die eben befriedigt werden müssen. Auf der anderen Seite, ja, also mein Empfinden ist, es war noch nie so schlimm. Also es gab schon immer wieder Politiker, wie gesagt, und Entscheidungen von Politikern, wo man sich gefragt hat, meine Güte, aber so eine komplette, sag ich jetzt mal, überspitzt gesagt, Kompetenzlosigkeit in der Regierung, also das haben wir irgendwie schon lange nicht mehr erlebt. Ne? Ja, was ich allerdings auf jeden Fall sagen muss ist, und das habe ich schon, ist schon immer meine Meinung, die ich vertreten habe, wir brauchen die Fahrverbote, weil sonst der Druck aus der Bevölkerung nicht groß genug ist, damit unsere Politiker mal reagieren. Und genau das ist jetzt eingetroffen. Jetzt, wo feststeht, dass es Fahrverbote geben wird, dass sie kommen werden, dass sogar möglicherweise Politiker in Beugehaft genommen werden, steht jetzt noch aus, aber zumindest
steht es mal im Raum, ob es jetzt Politiker sind, die in Beugehaft genommen werden, oder ob es jetzt vielleicht dann Amtsleiter sind. Mein Politiker wird schwierig vielleicht, eventuell, kommt drauf an. Also muss man jetzt mal abwarten, was da der Europäische Gerichtshof sagt. Wenn nicht, dann muss man halt die Amtsleiter in Beugehaft nehmen. Aber man hat jetzt tatsächlich, glaube ich, schon erkannt, dass es so einfach jetzt nicht weitergeht und dass man jetzt agieren muss. Und das ist auch das, was ich jetzt eben gesagt habe, wir brauchen diese Fahrverbote, damit was passiert. Ja, es ist natürlich schlimm, dass die Leute dann nicht mehr in die Stadt reinfahren können. Klammer auf, es wird aber hoffentlich nicht passieren, weil die Politiker dann schon geeignete Mittel machen. Denn das Fahrverbot ist auch meiner Meinung nach immer noch das letzte Mittel der Wahl. Also es muss ausgesprochen werden, dass es eins gibt, aber man muss alles dafür tun, dass es vermieden wird. Und in Städten wie Stuttgart beispielsweise oder München wird es ja auch nicht dann zu einem dauerhaften Fahrverbot führen, sondern halt zu einem. In Stuttgart könnte es natürlich sein, dass es dauerhaft ist, weil halt da die Wetterlagen und die Talkessellage halt ein bisschen blöd sind. Aber auch da kann es also tatsächlich sein, dass es also nur dann an bestimmten Tagen gilt, also nicht das ganze Jahr über. Und von daher ist auch die Aufregung meiner Meinung nach nicht unbedingt so gerechtfertigt, die da manche Leute haben. Denn sie können trotzdem noch in die Stadt rein, wenn auch an manchen Tagen halt eben nicht mehr. An manchen Tagen können sie rein. Muss man jetzt halt einmal schauen. Ja, worauf ich hinaus will ist, wir brauchen das, weil sonst nichts passiert. Jetzt macht die Bevölkerung Druck, den Druck merkt die Regierung. Schaut man sich die ganzen Umfragewerte an, die wir momentan haben, von der derzeitigen Regierung, dann ist das jenseits von Gut und Böse. Ne? Und da kann man also dann schon verstehen, dass dann die Politiker jetzt endlich mal hellwach werden. Hoffentlich werden sie mal hellwach. Ne? Ja, meine Meinung dazu ist, also Stand heute, Sonntag, ist, dass wohl die Regierung möchte, oder halt der Verkehrsminister möchte, dass 80% der Umrüstungskosten für diese Dieselfahrzeuge der Hersteller übernimmt und die 20% aller Wahrscheinlichkeit nach halt dann die Eigentümer des Fahrzeugs übernehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das immer noch gerecht? Es bleiben dann vielleicht immer noch 600 Euro übrig für den Einzelnen. Und die 600 Euro hat derjenige vielleicht gar nicht, die er investieren kann. Natürlich, 3000 Euro ist schon eine ganz andere Hausnummer, aber 600 Euro haben und nicht haben. Ne? Ja, jetzt ist aber die Frage für denjenigen, 600 Euro in die Hand nehmen und weiterhin in die Stadt reinfahren dürfen, oder 600 Euro nicht in die Hand nehmen, das Auto vor der Stadt stehen lassen und dann an den Öffentlichen reinzufahren. Was ist billiger? Wird sich zeigen. Ne? Besser für die Stadt ist natürlich Zweiteres. Ne? Könnte auch eine Strategie sein. Ja, was natürlich auch dazu kommt, ist, dummerweise sollen das natürlich nur dann nur da sein, wo also jetzt die Städte ein wirkliches Problem haben. Also das heißt, nur bei sogenannten Problemzentren, weiß ich, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, aber ich sage Ihnen jetzt einfach mal, in sogenannten Problemzentren wie München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, da soll der Hersteller gezwungen werden, diese Nachrüstungen machen zu müssen. In den Städten, die aber jetzt noch nicht von der Umwelthilfe verklagt wurden, da ist es wohl uninteressant, oder wie? Also das ist auch wieder so ein politisches Machtgehabe, dass man tatsächlich nur die Städte
dahernimmt, die also jetzt schon, bei denen jetzt schon die Fahrverbote drohen, und die anderen Städte, wo auch die Probleme bestehen, aber noch keine Gerichtsurteile da sind, die lässt man erstmal außen vor. Also das halte ich auch wieder für, naja gut, ne? Dann werden halt in den Städten auch noch Klagen. Und dann kommen die auch dran auf die Liste. Also das ist ein Teufelskreis, ne? Und wenn jetzt es tatsächlich auch dann so kommt, dass also dann Autobesitzer aus dem Großraum München beispielsweise jetzt dann da die Möglichkeit eben bekommen, was ist jetzt dann mit jemandem, der jetzt halt von Nürnberg nach München fährt? Oder von Ingolstadt nach München? Der bleibt dann, der muss dann wohl beim Park und Ride stehen bleiben und dann mit der U-Bahn reinfahren. Also das sind alles so Unwägbarkeiten, die halt ja nicht so zielführend sind. Wenn, dann sollten alle Fahrzeuge umgerüstet werden, ohne Wenn und Aber. Punkt. Fertig. Nicht nur die Fahrzeuge, die in München fahren, nicht nur die Fahrzeuge, die in Frankfurt fahren oder in Stuttgart fahren. Die Fahrzeuge hauen in anderen Städten genauso den Dreck raus. Und auch in anderen Städten wird genauso der Grenzwert überschritten. Bloß es wird halt da nicht gemessen. Das ist einfach das Problem an der Geschichte. Also unabhängige Messungen haben jetzt auch gezeigt, dass andere Städte wie Forchheim, Erlangen, Fürth, Füssen, ich meine, das ist ein kleines Kuhdorf, dass die genauso betroffen sind von diesen Grenzwerten. Nur, da gibt es keine Gerichtsurteile, weil da eben keine offiziellen Messstellen sind. Und das ist die Krux an dem Ganzen, ne? Also das System an sich, das wir da haben mit diesen Messungen, das ist eigentlich schon perfide, ne? Also da fällt einem schon gar nichts dazu ein, ne? Ja, na gut. Aber jetzt regen wir uns mal nicht drüber auf. Schauen wir mal, was am Montag dann verkündet wird. Ich habe dieses Video deswegen heute schon gedreht, weil ja, ich wollte mal auf alle Fälle mal meine Meinung dazu äußern, und ich sehe da auf alle Fälle, wenn das tatsächlich so kommt, noch mehr Probleme, als wenn man jetzt einen Tabula Rasa machen würde und sagen, so, und alle sind jetzt davon betroffen. Naja. Schauen wir mal, wie es wird. Glauben wir an das Gute im Menschen? Vielleicht ist das Video dann schon wieder überholt, wenn der morgige Tag vorbei ist. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.